Die Geschichten, die wir auch wissen, wenn du nicht da bist, dann kommt ein Wolfgang nach Hause. Nein. Womin al-Shaqa, die schlechte Frauen. Al-Mar'a taraha fatasu'uk. Du kommst rein nach Hause und Tante sagt, ja, dein Sohn hat Kopf von meinem Nachbarn kaputt gemacht. Du bist reingekommen von Arbeit und Sachen, du sagst, ja, schau mal, was dein Sohn gemacht hat. Subhanallah. Oder, das heißt, die schimpft dich oder die ist meistens laut, wenn du mit dir redet, wenn die mit dir redet. وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا وَمَالِكَ. Und wenn du nicht da bist, Allahu alam, du hast nicht diese Yaqin, du bist immer beim Zweifel. Du hast immer Zweifel bei deiner Frau. Du sagst, ja, ich darf nicht reisen. Meine Frau ist so. Und das ist auch eine schlechte Art von Frauen. Okay. Al-Jamal. Schönheit. Es ist kein Problem, wenn du verlangst auch Al-Jamal, Schönheit. Aber besser, schau mal, besser wie sie Schönheit hat mit Dien, mit Mal, mit Familie. Sehr gut. Allah, sehr gut. Aber wenn sie zum Beispiel diese drei hat, schau mal, die ist schön. Sie ist richtig schön. Sie ist auch also reich und Familie. Aber sie hat keinen Dien. Drei Sachen hat sie. Dann nimmt man das nicht. Oder wenn sie zum Beispiel sehr schön, hübsch, diese Sachen, aber Dien Katastrophe. Was ist jetzt? Schönheit oder Dien? Aber das ist schön, nachher. Das ist schön. Hä? Was nimmt man? Okay, das ist schön, Geld und auch Familie. Aber Religion schwach, nichts. Auch nichts. Und jetzt schön und Religion. Mit beiden. Sehr, sehr schön und auch Religion stark. Warum nicht das? In diesem Fall ist kein Problem, mach normal. Warum auch viel Bruder, die verlangen auch diese Schönheit ohne Religion und die denken, dass diese Schönheit ist alles. Ja, die muss eine Frau richtig, also blaue Augen haben, nur eine Linie haben. Und diese Puppensachen. Ja, diese Puppensachen. Ach, das findest du. Wo kann man das finden? Zeitschriften, nur in Zeitschriften. Oder bei Bildzeitungen, so nichts. Bei solchen Sachen, so ist nichts. Deshalb, diese Schönheit ist nicht alles. Und warum die Brüder auch so? Manche Brüder, die verlangen solche Sachen, Warum? Weil sie gucken auf die Straße, Frauen, sie gucken auch Zeitschriften, sie gucken auch schlechte Filme. Und wenn die heiraten, diese Gigabyte, was sie haben, sie hat alles gespeichert und dann vergleichst du, nee, die war schöner als die. Oder? Wallahi, so. Wenn du heiratest, dann sagst du, nein, lieber wenn ich die Christine heirate. Oder lieber wenn die Brigitte oder so andere heirate, besser. Fatima hat mir nichts gebracht. Ist nicht schön. Wallahi, wallahi, viele Brüder kenne ich, die haben geheiratet und gesagt, ich liebe nicht meine Frau. Ich war im Jahiliya Zeit, habe ich die geheiratet und jetzt habe ich 5 Kinder mit meiner Frau, aber ich liebe die nicht. Wallahi, 5 Kinder und ohne Liebe, wie geht das? Wallahi, 5 Kinder und ohne Liebe, sagt sie. Ich gucke immer Frauen auf die Straße, weil ich meine Frau nicht liebe. Warum hast du sie geheiratet? Ja, ich war nur dumm. Wie dumm. Was ist das? Allah, Allah, was ist
solche Geschichten. Na, ein Bruder, der hat ein Qawla sehr gut gesagt. Qal, wenn du Fatima willst, musst du Ali oder Omar sein. Musst du ein Ali sein. Du suchst ein Fatima, aber du musst Ali sein. Erstens. Nicht, dass du suchst Fatima und du bist ein Peter. Geht nicht. Das geht nicht. Allah geht nicht. Du musst auch ein Ali sein. Ein richtiger Mann sein. Wie ist Fatima? Ja, Subhanallah. Diese Fatima gibt es nicht so. Gibt es nur ein Fatima. Aber Alhamdulillah gibt es auch manche Schwestern, die versuchen, dass sie auch Fatima als Vorbild auch nehmen. Oder? Aber du musst auch ein Ali sein. Da muss auch deine Vorbild auch Ali radiallahu anhu auch sein. Nicht, dass du so viele Sachen verlangst, aber du bist selber nichts. Du sagst ja, ich muss eine Frau suchen, die ganz Koran im Kopf hat. Und du bist Analphabet. Oder ganz Bukhari im Kopf hat. Und du bist auch gar nichts. Das heißt, wenn du so bist, wallahi, kriegst du auch so viele Schwierigkeiten. Wenn jemand wie kann man sagen, diese Niveau, muss man auch ein bisschen so nah zu sein. Nicht, dass du eine Frau verlangst oder suchst und du bist richtig Katastrophe. Habt ihr schon? Naam. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin fitan kommen. Es wäre so viel Fitan kommen und das ist jetzt diese Zeit von uns. Das ist jetzt Zeit. Al-qa'idu fiha khair mil-qa'im. Das heißt, wenn jemand sitzt, besser als wenn jemand beim Stehen ist. Und wenn jemand beim Stehen ist, ist besser, wenn jemand beim Laufen ist. Das heißt, nur als Beispiel, Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat. Das heißt, wenn du beim Stehen bist, Alhamdulillah. Wenn du beim Laufen bist, dann siehst du auch so viel Munkar. So viel schlechte Sachen. Al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch gesagt, es wird auch ein Tag kommen, wenn du vor einem Grab vorbei bist, du sagst, ich hoffe, dass ich in diesem Grab bin. Jetzt. Allah, jetzt. Manchmal, du bist auf der Straße, du sagst, erste Frage, warum bin ich hier? Oder nicht? Allah, machst du so. Besonders, wenn du in U-Bahn bist. Du sagst, und jetzt? Subhanallah. Allah, Katastrophe. Allah, Katastrophe. Na. Oder musst du eine Vorstellung haben. Warum? Weil es gibt auch manche Brüder, du fragst ihm, was ist deine Vorstellung? Wie soll deine Frau sein? Oder wie muss deine Frau sein? Du sagst, ja, meine Frau muss nur schön aussehen, sonst nichts. Egal wie die ist, Hauptsache, die muss schön. Wenn ich vorbei bin, dann ich darf auch angeben. Was ist das? Das ist die Liyatha. Du bist ein Deyut, wenn du so deine Gedanken so sind. Manche, die sagen, ja, muss meine Frau, sie muss nur richtig kochen, gut kochen. Das ist meine Bedingung. Sonst gar nichts. Oder? Manche, die sagen, meine Frau, sie muss nur Kinder kriegen. Mir egal, Hauptsache, dass die Kinder kriegt. Das heißt, bis jeder Bruder, der so solche Gedanken hat, Allah hat nicht verstanden, was heiraten heißt. Was heiraten heißt. Aber gibt es Alhamdulillah manche Bruder, die suchen die Schwester, die richtig nach Religion ist. Aber wo sind diese Schwestern? Bruder, wo sind diese Schwestern? Das ist unsere Frage. Allah. Schau mal, die Schwestern, die suchen Brüder und die Brüder, die suchen auch Schwestern. Ja, diesen Treffpunkt gibt es nicht. Warum gibt es nicht? Warum? Erstens müssen wir, welche Probleme haben wir? Erstens, unsere Moschee, die machen nicht ihre Aufgabe. Oder? Wie kann eine Schwester ein Bruder kennenlernen, wenn zwei Väter nicht richtig gut Kontakt haben? Der sagt, ja, ich habe eine Tochter von mir, darf ich deinen Sohn haben?
Ist das nicht, das ist normal, oder? Oder nicht? Das ist ganz normal. Aber wenn ein Vater so ist, wenn ein Vater zum Beispiel zu mir kommt und sagt, ich habe meine Tochter, ich will deinen Sohn haben. Ja. Erste, ich denke, dass er verrückt ist. Oder nicht? Weil solche Sachen gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Oder gibt es nicht mehr. Wenn ich eine richtige Tochter kenne, ich gehe auch zu ihm. Kann ich deine Tochter haben für meinen Sohn? Das ist ganz normal. Ganz normal. Genau wie der Bruder Sa'id ibn Musayyib. Kennt ihr? Rahimahullah. Das war von den besten Tabi'i. Und der beste Gelehrte von Tabi'i. Sa'id ibn Musayyib. Ja? Der hat eine Schule gehabt. Der hat eine Schule gehabt. Und diese Schule taucht nicht mehr. Schon lange ist nicht mehr gekommen. Zu seiner Ders. Und er hat nach ihm gefragt. Auf einmal, die haben ihm gesagt, er hat seine Frau ist gestorben. Seine Frau ist gestorben. Und schau mal, die Scheich jetzt, der weiß genau, wem du verheiratet warst. Und du kannst nicht mehr ohne heiraten bleiben. Wallahi. Oder wie immer. Ja oder nicht? Ja, wenn du was sagst, dann nimmst du doch. Du hast noch nicht geheiratet. Ja. Okay. Das heißt, wenn du verheiratet warst und deine Frau gestorben, da kannst du nicht mehr leben ohne Frau. Warum? Weil du bist ein Kind von deiner Frau. Wallahi, du bist ein Kind von deiner Frau. Besonders wenn die Frau gut ist da. Also hast du den Bruder, der hat nach ihm gefragt und da hat ihm gesagt, der Schüler ist, seine Frau ist gestorben. Und dann, der ist mit ihm getroffen. Der hat ihm gesagt, ich gebe meine Tochter zu dir. Tja, wie kann ich das also annehmen? Das ist ein Scheich und so. Ich gebe dir. Ich habe kein Geld auch. Was war diese Brautkabe? Zwei Dirham. Und wer hat das gegeben? Er selber. Zwei Dirham. Subhanallah, zwei Dirham. Und dann dieser Bruder, der war zu Hause und an diesem Tag hat er auch gefastet. Was hat er? Der hat auch die Geschichte auch selber erzählt. Hat gesagt, Wallah, ich habe nur ein Stückchen Brot und Olivenöl. Das war meine Iftar. Und auf einmal, ich habe jemand klopft an die Tür. Habe ich gesagt, wer ist draußen? Qal Sa'id, der Sheikh. Sein Sheikh hat gesagt, Sa'id. Und da hat er gesagt, Wallah, ich habe an jeden Sa'id, den ich kenne, gedacht, außer mein Sheikh. Warum? Hat er auch so gesagt. Da hat er gesagt, Wallah, ich habe mein Sheikh nie in die Stadt gesehen. Nur, der ist 40 Jahre nur, wir haben ihn gesehen, nur sein Haus, Moschee. Sein Haus, Moschee. 40 Jahre. Keiner von uns hat unser Sheikh auf die Zahl gesehen oder da gesehen. Nein, nein. Und dann auf einmal hat aufgemacht, der war sein Sheikh und wer noch? Seine Tochter. Das heißt, die Frau. Und was hat er gemacht? Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah, hat gesagt, ich weiß, dass du schon verheiratet warst, das ist deine Frau. Und hat sie gegeben und dann wieder zugemacht, nach Hause. Was hat, oder was ist mit der Frau passiert? Ja? Unmächtig geworden. Schau mal jetzt heutzutage. Wenn eine Frau zu einem jemand reingekommen, der sagt ihm, what's up? Oder? What's up? Zeig dir, oder so. Oder nicht, Achim? Ja, what's up? Oder nicht? Wallah, aber die Frau und die Tochter von Sa'id ibn Musayyib, die ist unmächtig. Warum unmächtig geworden? Ein Haya. Schamhaftigkeit heißt das, ja? Die Schamhaftigkeit, unmächtig geworden, subhanallah.